Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost in Skyrim Legendary Edition. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass das mein Mikrofon irgendwie falsch stand, keine Ahnung, ob das der Fall ist. Ich weiß nicht, was letzte Folge passiert ist, ich weiß nicht, was. Wir berichten auf jeden Fall jetzt von dem Tod Gnadalfs. Vom Troll. So, denn wir haben ihn ja schließlich jetzt besiegt, letzte Folge. So, ja, nochmal weiter. Was ist das? Ob Götterzunge, Eises, Prank, Gefährtenglück oder gar Trank. Irgendwas mit. Irgendeine Werbeplakate auf jeden Fall. Ja. Man hört sie halt einfach durch die ganze Stadt schreien, ne? Weißt du, was mich auch so ein bisschen, was ich so ein bisschen vermisse? Sogar sehr eigentlich. Sounds of Skyrim, die Mod. Ah, hallo Freda! Ich möchte kein Pferd kaufen. Ich habe mich um euer Problemchen gekümmert. Gnadalf ist tot. Was denn? Ist so ein bisschen wie in Gothic. Danke für den Esel. Wie wollt ihr euer Reittier nennen? Plötze. Achso, Plötze. So. Oder Epona. Ne, ich nehme Epona. Ist schöner. Pferdeflöte wurde dem Inventar hinzugefügt. Hallo Epona! So, genug geritten für heute. War vollkommen ausreichend. Bauplan. Eine Pferdeflöte. Was soll ich denn damit? Schlüssel. Bücher. Verbrauchsgegenstände. Da. Räuft euer Reittier vorbei. Das ist gut. Das ist also passt Epona ja mehr. Ne? Das ist ja dann auch wie so eine Ocarina. So ist dieses Instrument. Ne, es ist die falsche Melodie. Es ist der Song of Storm. Keine Ahnung. Ich muss mal Marktplatz. Wenigstens kenne ich den Weg schon zum Marktplatz. Dach. Dach. Ja, ganz ruhig, Nessa. Ganz, ganz gechillt, bitte. Danke. Skyrim funktioniert nicht mehr. Super!
Das Spiel funktioniert ja richtig gut zurzeit, da stürzt sich der ganze PC ab wie in den Folgen davor. Aber was ist der ganze PC? Ich weiß nicht, ob man das in Aufnahmen mitbekommt. Es passieren Dinge und dann BAM! Friert komplett der PC ein. Ich höre die Musik weiterlaufen. So um den Loop, die wird immer weiterlaufen. Also die Musik wird, das Lied geht, glaube ich, irgendwann vorbei und ich höre nur noch die Hintergrundgeräusche im Loop. Aber nicht kaputt, sondern komplett heile. Aber alles ist eingefroren. Meine drei Bildschirme, ich kann nichts machen. Taskmanager geht nicht, Windows abmelden geht nicht. Ist egal. Ist alles eingefroren. Das Einzige, was hilft, ist ein Neustart. Keine Ahnung, wie das kommt. So, ich verkaufe mal ein paar Sachen. Der hat ja Geld, das ist gut. So. Die kann ich ja auch verkaufen. Brauche ich schließlich nicht. Die Bücher ja auch nicht. So, diese ganzen Baupläne brauche ich nicht. Das Eisenerz nicht. Goldbarren kann ich verkaufen. Das hier. Okay, warte. Dann das hier lieber. Warum ich das dabei hatte, weiß ich jetzt gerade nicht. So. Die Rüstung ziehe ich an. Und da passt das. Ja, das passt. Wie viel Geld habe ich? 1071. Kann ich eigentlich wieder zur Bank. Mal gucken, glaube ich, direkt. Ja, wo es es gerade sagt. Ich muss ja schließlich noch was verkaufen, nämlich diesen Granatstein. Ach, die Pfeile haben keinen Wert. Das ist geil. Toll. Handwerkspunkte habe ich 6, ne? So. Könnte ich Schloss knacken wieder lernen. Ich könnte natürlich auch Rhetorik lernen. Aber ich mache Schloss knacken. Bis das auf 50 ist. Und dann gucken wir weiter. Lernpunkte. Sind ja für Kampfesfähigkeiten, ne? Ja. Eine Zweihand, genau. Da habe ich so viele, ne? Könnte ich komplett direkt hochskillen. Oh, Schleichen ist ja auch Lernpunkt, sehe ich gerade. Ja, ja, das wäre echt gut. Genau. Bücher. Na, also hier. Ach, die hat gar nicht. Die hat nur Zauber. Was? Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche Fähigkeitenbücher. Wer hat die denn? Du? Ja. Hier, der hat doch Verbrauchsgegenstände. Meine ich doch wohl. Lehrlingsbücher. Buch Handwerkskunst. Nee, Mentalismus brauche ich alles nicht. Rhetorik. Könnte ich ja jetzt kaufen, aber mache ich auch nicht. Meisterbuch ist bis 100. Naja. Okay. Gesellenbücher brauche ich nämlich. Eigentlich für zwei Hand. Okay. Hat er nicht. Ich glaube, ich habe falsch geguckt bei der. Kann das sein? Ja. Das haben wir irgendwann schon mal gehört. So. Dürfte ich jetzt was kaufen? Danke. Ja, Verbrauchsgegenstände. Da ist es nämlich was Flüss. Eimer. Okay.
Honig! Lehrlingsbuch? Nein, ich brauche die hier. So, für Zweikampf. Zweihandschwerter. Rhetorik schneichen. Für Schlösser knacken brauche ich die, oder? Ja, 6 Stück für Schlösser knacken, okay. Ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. 6 Stück für Schlösser knacken, ich bin auf. Ja. So viele brauche ich nicht. 6 Stück reichen vollkommen, das Geld habe ich auch. So. Die verbrauche ich auch direkt. So. Damit habe ich Schlösserknacken auf 46. Das ist gut. Zweikampf muss ich noch lernen. Kann ich doch bestimmt bei so einem Rüstungstypen-Fuzzi kaufen, oder? Aber die verkaufen alle keine Waffen. Was ist das denn? Die verkaufen alle Essen. Verkauft der vielleicht? Angebot. So, du hast doch hier Gesellen. Lehrlingsbuch. Und die Geselle brauche ich, ist schon richtig gewesen. So, Einhand, Fernkampf, leichte Rüstung, Schleich. Warum ist denn Schleichen so teuer? Und warum hat niemand verdammte Bücher über Zweihand? Geselle, Einhandkampf. Bringt mir nichts. Ich will Zweihandkampf haben. Aber die hat viele Schleichenbücher. Wenn die alle kaufen. Eieiei, so viel Geld habe ich nicht. So, dann bringe ich mein restliches Geld gerade noch auf die Bank und dann machen wir eine Quest. So. Bald habe ich nämlich auch mein Maximum Geld auf der Bank, kann das sein? Also, was heißt mein Maximum? Das Maximum, was sinnvoll ist. So. Ich habe 887 dabei. Ich zahle 650 ein. Damit habe ich jetzt 125, also die Hälfte. Wenn ich 10.000 drin habe, habe ich das Maximum etwa so an Zinsen. Ja. Mehr ist also wirklich nicht sinnvoll, als 10.000 auf der Bank zu haben. Mehr wird auch nicht vom Einlagensicherungsfonds gemacht. Sorry. In der Schraube, Wut und Fusch AG, einer Sternlingsnickel, den Arc, trage ich auf meinen Namen namens Tibor. Nach einem kleinen Hin und Her kamen wir ins Gespräch und er bot mir Arbeit an. Momentan arbeitet seine Gilde an einem wichtigen Auftrag, bei dem es gilt, alte Artefakte zu rekonstruieren. Wenn ich ihm die Original dieser Artefakte beschaffen kann, will er mich großzügig entlohnen. Okay. Ist alles drei nicht hier, sondern irgendwo im Nirgendwo. Das ist schon mal super. Ja, dann mache ich das doch mal. Das wird eine Riesenaufgabe, denke ich mal. Ja, großzügig ein Lohn heißt es ja. Dafür, dass ich drei Artefakte finde. Und die ganze Karte erkunden darf. Und hoffe, dass es auch mehr als an zwei Orten auf dieser Karte. Hey, Epona! Ist der bei mir? Kannst du eigentlich sterben? Weiß ich gar nicht.
Also wir reiten erstmal. Geil. Funktioniert super. Wie lange kannst du galoppieren? Dass das unbegrenzt ist? Dass irgendwie gibt es da Grenzen? Ja, gibt es. Okay. Ich mach mal eine Markierung auf der Karte, dass ich wirklich weiß, wo ich hin muss. Aber eigentlich ist es ein bisschen klar, ne? So, das, was halt vor uns liegt. Da ist noch ein Turm. Ich werde versuchen, alles zu tun, dass Epona halt nicht stirbt. Ich denke, das ist schon, ja, verständlich. So, wen haben wir hier? Die Klippenwacht. Ja, gut. Lauch. Oh mein Gott! Ja, das war wohl nix, würde ich sagen. Bei dir. So. Endra-E leer Groschen. Grotten. Eisenbarren sind mit nicht wert. Ein Topf haben wir hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch schon habe. Bücher sind aber immer viel wert. Ja, gut. Ja. Was soll ich sagen, ne? Achso, Kornhof. Wo muss ich denn lang? Ne, das ist schon der richtige. Ah, das ist halt so weit weg, ne? Myradenturm, Schneefalls, Dings da. Vielleicht gehe ich da wirklich mit dem Myradenturm mal hin. So. Ich nehme doch die Blumen hier gerade mit. Danke. Und dann reite ich weiter auf Epona! So, ich denke einfach, dass der Weg mich dahin führt. Hier sieht es gar nicht so gefährlich aus, deswegen. Oh. Oha! Reiten wir noch in die richtige Richtung? Es scheint tatsächlich so. Okay. Oh Gott, Epona kämpft ja auch. Ha. Aber der Typ hatte eine Spitzhacke dabei. Alter, jetzt wird's awesome, Leute. Hier ist noch ein Gegner. Da hinten. Denn, was ich vorher nicht abbauen konnte, kann ich jetzt nämlich abbauen. Stehst du meine Awesomeness? Eieiei, so viele Leute hier, die ich angreifen kann. Ja. Wow. So, das Problem ist, das war ein kritischer Treffer, mein Freund. So. Hier kannst du leider nicht mehr deponieren. Es tut mir sorry. So, was haben wir denn hier? Der Alt-Dolesch. Dolesch, Lesch, Lesch. Aber ich mache hier erstmal einen Cut. Bis dahin und tschüss.